Barbecue-Roadtrip auf dem Weg nach Erkelenz in den Red Mountain Barbecue Dome. Mit dabei haben wir einen Moment. Nein, ich kann die Kamera gar nicht drehen. Scheiße. Fuck. Genau, mit dabei haben wir Michael. Hallo. Und Marco. Hallo. Und wir besuchen den Sascha. Und ich glaube, der hat heute vor, lecker für uns zu grillen. Wir sind total gespannt, wie das wird. Wir waren ja letztes Jahr schon mal da. Dieses Jahr haben wir Michael auch noch mit an Bord als Verstärkung. Und wir freuen uns total. Bis später. So, wir sind jetzt hier, um Pinkelpause zu machen und die Sanifair-Gutscheine zu verprassen, nochmal bei Burger King eingekehrt. Nicht ganz standesgemäß, nichtsdestotrotz, Sascha, mindestens mit dem wirst du dich nachher messen lassen müssen. Aber ich gehe davon aus, dass dein Cheeseburger umso mehr kann. Also, bis später. So, da sind wir nun. Bei bestem Wetter geht es hier gleich los. Die Hälfte der Belegschaft ist auch schon aufgekreuzt. Wir haben gehört, dieses Jahr wird hier vermehrt Wert auf Mülltrennung gelegt. Ne? Jawohl. Siehste, und ja, wir freuen uns gleich 16 Uhr schön grillen. Wetter ist super, der Meister guckt Dennis, auch schon. Hast du ein Video? Ja. Dennis, ja, gerne. Wir nehmen wohl auch so ein Bier. Ja, dann nehmen wir beide auch ein Bier. Prima. Ihr werdet unter also mächtigen Schwitzen kommen, ihr werdet arbeiten müssen, ihr werdet kochen müssen, ihr werdet grillen müssen, ihr werdet auch die Grills bedienen müssen. Das finde ich persönlich immer ganz spannend, weil man dann halt auch das Gerät an sich mal kennenlernt. Ne? Ich meine, nicht jeder hat schon mal am Keramikgrill gestanden oder eben an einem 24 kW Gasgrill oder Holzbackofen. Ich glaube, das ist auch der größte Exot. Und von daher, ich mache es mal einmal vor, erkläre es kurz und gebe dann im Endeffekt das Heft an euch weiter. Und ihr könnt dann selber den Gang dann so machen. Vor zwei Kursen hatte ich nämlich einen Chirurgen hier aus dem Kreiskrankenhaus in Erkelenz dabei. Auch praktisch. Und er wurde von seinen Kumpels genötigt, das zu machen. Und ich dachte, ja super, ne? Ich wusste, dass er Chirurg ist. Und dann nahm er das Messer und es war einfach so von der Messerführung, echt, man konnte sehen, das ist ein Profi. Ne? Das hätte ich gerne. Ja, das ist schon mittendrin. Ja. Perfekt. Frage, was willst du für... Nee, ich würde... ja, dann gehen wir noch kurz zum Tisch. Ich muss ja echt aufpassen. Der Gerald ist ein paar Sachen tief hängen, da bin ich schon gegen. Der Gerald ist voll motiviert. Noch. Die Teiglinge, die könnt ihr selber machen. Genau, wollte ich gerade drauf hinaus. Die Teiglinge könnt ihr selber machen. Ist eine Mordsarbeit, weil die eben eine entsprechende Dicke haben müssen. Einfach nach Gefühl. Also, es wird nicht braun obendrauf werden. Man muss so ein bisschen Sensorik nutzen. Das heißt, man riecht das, wenn es zu spät ist. Ne? Man muss den Punkt abpassen, wo es eben noch nicht zu spät ist. Das ist wirklich eine Gefühlssache. Dann sage ich ungefähr anderthalb Minuten, vielleicht zwei Minuten, dann nimmt man den raus und dreht ihn mal. Man könnte die auch quer einschließen, ist aber bei der Größe hier etwas schwieriger. Na, aber hier seht ihr schon, leicht braune Spitzen. Ja, schön. Das ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen. So, Gang 1 ist drin und alle sind happy. Wetter ist weiterhin bestens. Der Michael steht da, der Marco steht da. Alle freuen sich und sind zufrieden. Sascha erzählt gerade was zum zweiten Gang, den Champignon Crostini, und das ist eine runde Sache. Prost! Das Problem ist einfach, wenn du hier mit so viel Wasser arbeitest, die saugen sich voll. Das kann ich mir zunutze machen, wenn ich die aromatisieren möchte. Dann kann ich einen Würzsud machen und die darin einlegen. Dann ne, nutze ich die Kapillarwirkung der Champignons, um die von innen noch nach was schmecken zu lassen. Aber brauchen wir nicht. Ne? Wir gehen einfach nur hin, brechen den Strunk raus und von außen reiben wir die ein bisschen im Tuch ab, damit der grobe Schmutz weg ist. Also ich habe schon so viel Champignons gegessen, ich hatte noch nie Knirschen zwischen den Zähnen. Ja. Ja, so 220 Grad hat die Pfanne im Moment nur. Wenn ich den Guss da drunter nehme, 350 bis 380 Grad. Ja, und Keramik ist natürlich wesentlich heißer, ne?
Was keiner weiß, ich backe gerne. Machst du das da auch mit der Hand? Ja. Oh, sie können ganz backen. Selbst ist der Mann. Also Montag früh kommt vorbei hier. Was für einen Kuchen gibt's dann? Eierkuchen. Kuchen, genau. Ja, jetzt wenn es fertig ist. Wenn halt so Boss, wenn ihr das anbacken. Wollen wir das kurz? Ja, ist okay. Nee, ist fast schon. Ist okay. Ist der schönste Eichen in den letzten vier Wochen. Hör doch auf. Ich sage noch nicht gut. Kannst du das mal ein bisschen geschmackvoller anrichten? Tisch mal frei. Nee, da musst du die Mädels holen. Sascha sagt gerade, es muss nicht immer Fleisch sein. Und zumindest dabei gebe ich ihm recht. Exzellent. Champignon Crostini, 12 Minuten auf dem Grill, 1A. Leben ist gut. Ich habe mich ein bisschen informiert, habe geguckt, okay, was kann man machen. Ich habe einen Feuerlöscher hier stehen. Den haben wir gekauft mit dem Haus zusammen. Datum Herstellung 14. Woche 2004. Also eigentlich steht da dann noch zur Zierde, weil löschen tut der bestimmt nichts mehr. Ja? Aber man hat einen Feuerlöscher. Dann habe ich eine Löschdecke da hängen. Die kostet irgendwie nur 5 Euro im Ikea. Kann ich echt nur jedem ans Herz legen. Ne? Packt euch ein Ding in die Nähe des Grills, auch in die Küche, wenn man es auch in der Küche. Wenn was ist, reißt ihr die raus, schmeißt die drüber, lasst sie liegen, schiebt das Ding Fleisch nach raus ins Freie und fertig. Na, spielt nicht den Helden. Die zischt echt wie Sau. Hält es am Anschlag? So, hat immer noch seine Position, seine Form. Ich kann auch klopfen, die geht nicht kaputt. Und heute Abend noch verwendbar. Na, jetzt. Der ist halt vom bunten Bentheimer. Bunte Bentheimer, eine besondere alte Schweinerasse, setzt sehr viel Fett an und sehr viel intramuskuläres Fett. Aber der Bacon ist einfach gigantisch gut, wenn man riecht. Und dazu ist gesagt, der ist nicht industriell hergestellt. Genau, komplett in 6 Wochen Luft und Rauch gereift. Auf seiner Homepage steht das sehr detailliert drauf, wie das hergestellt wird. Was geil ist, wenn das wissen wollt, wie es gemacht wird und den Handmachen für mich falsch hingezeigt wird. Ihr könnt in die Schlachterei reingehen, er zeigt euch das, er macht da keine Geheimnisse raus. Nochmal gießen? Ja, bitte schön, den dir. Super, ich bin super interessiert. Ja, wir haben auch alles da am Reiben. Aber die sollen arbeiten. Also noch was zum kleinen Hacken. Zu Hause auf. Zwiebeln haben wir noch. Jo Marco, was sagst du? Lohnt sich das hier zurück in den Red Mountain Barbecue Dome zu kommen? Absolut, also wie letztes Jahr einfach fantastisch, mega. Bei dem, was Sascha hier ein Programm auffährt, absolut spitze. Ich finde es auch gut, ich freue mich total hier zu sein. Wetter spielt mit, Leute sind cool drauf. Das Zeug bisher schmeckt lecker und ist Jahr für Jahr eine gute Veranstaltung. Absolut, also ich glaube, das wird eine Tradition. Nächstes Jahr sind wir mit Sicherheit wieder dabei. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Kannst du auch sagen,